Also ich finde es faszinierend, denn als ich mich damals das erste Mal mit einer Frau, die Erfahrung hatte in der Branche, unterhalten habe, da gehört es nur zur Ehre einer Hure, dass sie nichts dabei fühlt, dass sie weder küsst und vor allen Dingen, dass es nicht um ihr, also um die Gefühle ging, die sie empfindet, sondern dass sie das also sehr emotionslos gestaltet hat. Also da kriege ich wirklich einen ganz trockenen Hals, weil er Ja, so verstaubt es ist. ist aber Ich finde auch, das gerade es ist reizvoll. aber es ist Ich finde es hat das sich gerade gewandelt, es hat reizvoll. sich einfach gewandelt seit damals. Ja, aber wenn man noch. Und ehrlich, ich als passionierte Sadistin kann ich ja gar nicht dagegen ankämpfen, dass ich dabei wirklich echt was fühle. Also, ja. Dass mich das auch sexuell natürlich erregt oder so, ja, wenn ich den wirklich leiden sehe, wirklich heftig. Ja, als also Domina was, musst du ja immer sowieso die und das Ding ist Kontrolle natürlich auch, für die Situation im Kopf es. Haben. Der schaut mir in die Augen und der sieht genau, was ich dabei fühle und der liebt es, ist doch klar. Ach, keine positive Diskriminierung. Oh, mich juckt schon wieder da in den Fingern. Bei dem Gedanken, dass das wieder stattfinden könnte. Ja, ey, das ist wie mit dem Gast, der sagt, ja, ich stehe übrigens auf Anspucken. Da sammelt sich bei mir sofort die Spucke im Mund. Im Mund. Da geht das los schon, dann hat man... Sehr praktisch. Guter Reflex, ne? Pavlovscher Reflex, ja.